Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Wir sitzen heute im KV-13, einen der 7er Mediums der Russen, der andere ist der T-43. Die beiden Panzer sind sich sehr, sehr ähnlich, unterscheiden sich eigentlich nur in der Panzerung. Der KV-13 hat deutlich mehr Wannenpanzerung, wiegt dafür ein bisschen mehr, ist also nicht ganz so mobil wie der T-43 und der KV-13 hat deutlich weniger Gun Depression und 10 Meter weniger Sichtweite. Die Kanonen haben sie beide die identische mit 0,37 Genauigkeit, 144 Pen, 180 Alpha. Bei mir lädt die jetzt hier 4,8 Sekunden nach. Das kommt auch ein bisschen natürlich auf die Mannschaft und auf die Module an und die Einzielzeit ist, glaube ich, Stock 2,3. Das wird jetzt hier natürlich auch ein bisschen mehr sein. Ich habe noch keinen sechsten Sinn auf dem, beziehungsweise nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir hier etwas vorsichtiger agieren. Eine Arti im Spiel. Und ja, der T-4400, was macht der? Hey, mein Freund, willst du nicht mit den anderen spielen? Dann spiel doch mal mit mir. Gut. Ja, 180 Alpha ist natürlich deutlich mehr als ein Komet, glaube ich, hat. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich doch relativ viel schießen, um da auf Schaden zu bekommen. Oh, nice. Die Arti hat gesplasht. Um auf Schaden entsprechend zu kommen. Also es ist eher so eine schnell schießende Kanone. Ja, komm. Da kommt der Super Pershing. Genau. Jetzt zieht er sich zurück. Können wir hier auf ihn drauf drücken und ihm eine in die Seite geben. Da ist noch ein Mod 1. Ja, der kommt natürlich durch bei uns. Der Super Pershing müsste da jetzt mal ein bisschen Druck ausüben, dass wir da auf den Mod 1 kommen. Hallo, mein Freund. Der ist gekettet, sehr gut. Ich ignoriere jetzt erstmal den T-44100 und will da den Mod 1 raus haben. Sehr schön. Und jetzt müssten wir ihn eigentlich gleich rauskriegen hier. Ja, sehr gut. Da bounced der Patton. Das war doch jetzt mal eine schöne Aktion hier. Und dann gucken wir mal irgendwie, dass wir auf den Patton kommen. Ja, die Gun Depression in der Position ist natürlich so seine, so eine Sache. Es ist ein bisschen schwierig. Kommen wir da eventuell auf die Scouts? Ja, kommen wir. Hallo, Freunde. Ah, ja, die Gun Depression, hier sehen wir es. Oh Gott, und da hinten steht irgendwo auf der Camperlinie ein Ferdinand, der uns mal eben hier 500 Hitpoints zieht. Und uns da zum kompletten One-Shot degradiert. Das ist natürlich überhaupt nicht gut. Ein Scorpion G ist da auch noch nicht offen gewesen. Jetzt haben wir hier natürlich extreme Probleme. Das hatte ich so nicht geplant. Und das bringt uns jetzt hier wirklich in die Situation, dass wir ja relativ schnell tot sein können. Ich verdrücke mich schon wieder nach drüben, um eventuell bei dem auf den Type da zu helfen. Der ist, glaube ich, One-Shot. Der könnte jetzt hier rumkommen. Und ich will natürlich dem Super Pershing da irgendwie helfen. Ja, genau das hatte ich mir gedacht. Und das lassen wir natürlich nicht zu. So. Die einzigen, die noch nicht offen waren, ist der Ferdinand und der Scorpion G. Und ich vermute jetzt, dass zumindest, also wir wissen es ja vom Ferdi, der hat ja von da drüben geschossen, dass der da steht. Wo der Scorpion steht, wissen wir leider nicht. Und wir bräuchten jetzt hier irgendwie ein Spotting darüber. Vielleicht versuchen wir uns einfach mal an der Arti. Sehr gut, der Tiger 2 ist da raus. Ich spekuliere jetzt drauf, dass beide TDs da drüben stehen. Wobei natürlich der Skorpion G sehr schnell die Position wechseln kann. Ne, der ist er. Der Fertig ist nicht so mobil. Der wird weiterhin dort stehen.
Und wir gucken einfach, dass uns die Art hier nicht rausknipst. Wobei das natürlich, ja, ohne sechsten Sinn relativ schnell passieren kann. Da ist der Ferdi. Vielleicht können wir ja auch auf den Skorpion irgendwie wirken noch. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Noch einen dritten Kill oder so. Fände ich ja ganz schnucklig. Jetzt geht er natürlich zu. Und das gefällt mir hier natürlich gar nicht, weil wir... Wir wissen nicht, wann wir offen sind. Wir können schon längst offen sein. Keiner hat Bock zu spotten. Unser ELC steht da irgendwo auf J8 rum und macht rein gar nichts. So, IS-3, ja, du kannst da mal vorfahren. Fände ich sehr, sehr attraktiv. Wobei du natürlich, ja... Wie soll ich sagen? Das war eigentlich absehbar. So, der Skorpion. Schade, wir treffen ihn nicht. Er macht uns hier aber scheinbar nicht auf. Deswegen versuchen wir einfach mal weiter auf ihn zu schießen. Und wir können ihn sogar noch rausnehmen. Sehr gut. Und das mit 0,37 Genauigkeit. Das muss schon was heißen. So, Ferdinand ist da in der Mitte. Oh Gott, der ist noch voll. Alter Falter. Ich sehe mal weiter zu, dass ich die Arti finde. Da ist sie doch auch schon. So. Zielen. Und. Ketten. Nein, wir sind offen. Und wir gehen jetzt raus. Oder? Oh, meine Fresse. Also wir waren jetzt definitiv offen, so wie die in unsere Richtung geguckt hat. 4 Kills haben wir gemacht. 2400 Schaden. Nice. So, und jetzt irgendwie gucken, dass wir den Ferdinand kriegen. Nein, kriegt man nicht. Der Super Pershing macht's. Schöne Runde, wie ich finde. Hat auch sehr gut gezeigt, was der KV-13 kann. Man muss ein bisschen mutig mit dem sein, aber die Wandpanzerung ist eigentlich gar nicht die schlechteste. Wobei natürlich der Ferdinand einfach, ja, der holzt halt einfach durch. Ah, lol. Lol. Ja. Das war mal eben so ein Panzerass im KV-13. Das passiert mir mit diesem Panzer relativ häufig. Ich glaube aber, dass das daran liegt, dass dieses Fahrzeug einfach von so wenigen Leuten gefahren wird. Und ja, man sieht es auch. Also 2444 Schadenspunkte haben wir gemacht. 4 Kills und 1176 Basiserfahrungspunkte. Das ist nicht wirklich viel, muss man sagen. Das zeigt einfach, dass der KV-13 so wenig gefahren wird. Aber ich sag's immer wieder, ich habe das auch in früheren Videos schon gesagt, es ist einfach ein schönes Fahrzeug. Und wir haben jetzt noch nicht mal APCR dabei geschossen. Wir haben mit Gefechtszahlungen, die mein Clan wo gerade aktiviert hat, insgesamt 38.000 Credits bekommen. Es wären also ein paar weniger, also knapp 34.000 oder so ohne die Gefechtszahlung. Das finde ich einen relativ guten Wert für den Siemer. Ist nicht herausragend, aber damit kann ich auf jeden Fall leben. 503 Schaden haben wir noch ermöglicht. Und es gibt dreifach und das gefällt mir natürlich, denn... Ich habe ihn schon durchgeforscht, das geht komplett in die Mannschaft. Und dementsprechend gibt es 5229 XP. Sehr, sehr nice. Und ich glaube, wir lassen das einfach mal bei dieser Runde, denn ja, jetzt noch eine zweite hinten dran zu hängen, nachdem wir einen Panzerass gefahren haben, das ist wohl relativ unwahrscheinlich. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Was sagt ihr zum KV-13? Fahrt ihr ihn sehr gerne? Kennt ihr ihn überhaupt? Habt ihr ihn selber schon gefahren? Oder seid ihr eher, wir gucken mal kurz in den Forschungsbaum, über den T-43 gekommen? Denn... Ihr seht, man hat vom KV-13 aus nur die Variante, wieder zum IS runterzugehen. Und es ist im Prinzip so ein Zwischenpanzer, den man überhaupt nicht fahren muss. Es sei denn, man kommt von der Medium-Line und will rüber zu den Heavies. Dann ist es eine Variante. Ansonsten, ja, fährt den KV-13 einfach niemand. Es ist natürlich auch relativ blöd, wenn man... von einem Siemer Medium dann auf den Heavy wechselt, dann muss man eine komplett neue Mannschaft anfangen. Und das ist natürlich immer gerade auf den höheren Tierstufen ein bisschen blöd. Da spielt die Mannschaft schon eine relativ große Rolle. In dem Sinne sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.